Servus Leute, zurück zu Let's Play They Are Billions. Nachdem wir das letzte Mal im versteckten Tal eine erste Kolonie abgeschlossen haben, haben wir jetzt drei Pfade vor uns. Die Jägerauen, ein ziemlich idyllischer Ort, wo wir das Ziel haben, 800 Einheiten innerhalb von 35 Tagen zu schaffen. Okay, wir müssen dazu, sollte es da ziemlich chillig sein und fruchtbares Land bedeutet viel mehr Nahrung und so. Was uns für die Quest dienlich ist, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Dann haben wir hier den letzten Bunker. Das ist eine Heldenmission. Das werden wir auch machen. Hier gibt es Imperiumspunkte. Optional allerdings. Also wir haben nur die Option, das Missionsartefakt zu bergen. Aber optional können wir jetzt 120 Imperiumspunkte und 200 zusätzliche Forschungspunkte durch antike Technologien finden. Der Held muss die Festung lebend entkommen. Na gut. Bin ich mal gespannt, wie das wieder gedrückt wird, dass ich das nicht schaffe. Und dann haben wir den Scheideweg. Aber das ist, glaube ich... Also wir machen als letztes den letzten Bunker. Dieser abgelegene Bunker war scheinbar der letzte Bollwerk vor dem Untergang. Obwohl er nicht sehr groß ist, haben wir bereits zwei Soldaten zur Erkundung abgesandt. Keiner ist je zurückgekehrt. Dann habe ich auch, bevor wir das angehen, das da einmal gemacht. Aber irgendwie, man kann das anscheinend jederzeit umlegen. Also, man kann jederzeit nach Belieben umändern. Zum Beispiel könnte ich hier für diese Mission anfangen mit einem zusätzlichen Jäger. Ich glaube, das ist sogar sinnvoll. Falls ich überhaupt eine zusätzliche Einheit bekommen kann. Aber für diese Mission würde ich einen zusätzlichen Jäger nehmen und dann für eine Wirtschaftsmission dann vielleicht die anderen Boni. Bin mal gespannt, ob man das variabel gestalten kann. Na gut. Bin mal gespannt. Ich würde gerne alles bekommen. Also 120 Points sowie zwei, wichtiger, die Technologie Points. Hätte ich gern beides. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe das noch nie gespielt. Und jetzt wird meine Heldin mal zum Zuge kommen. Nur meine Heldin, wie es scheint. Taktische Missionen. Die taktischen Missionen finden stets in verlassenen Festungen statt, welche vor Jahrhunderten gebaut wurden. In diesen Missionen benutzt du deinen Helden, um Technologie und wertvolle Objekte aus dieser Zeit zu finden. Der Held muss das Mindestziel erfüllen und die Festung lebendig verlassen. Die Mission ist sonst gescheitert. Du kannst die Festung erst verlassen, wenn du die Mission abgeschlossen hast. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Der Held und jede andere Einheit kann diese Türen öffnen, indem man sie mit der rechten Maustaste anklickt. Diese Türen können nach dem Öffnen nicht mehr geschlossen werden. Sei vorsichtig, wenn du diese Türen öffnest, denn Feinde im nächsten Raum oder Flur werden alarmiert. Zugang zu den Büros. Achtung, Alarmstufe Rot wurde wegen massiver Infektion eingeleitet. Achso. Gotcha. Jetzt bin ich mal gespannt. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Rest in peace. Oh, die kann gut schießen. Sure. No fear. Die hat eine gute... Die hat einen guten Angriffswert. That's easy. Da ist jetzt ein Ort und da. Wertvolle Objekte. Im Laufe der Erkundung kannst du viele interessante Objekte finden, wie zum Beispiel Dokumente, Anleitungen, Antiquitäten. Wenn du sie aufhebst, erhältst du neue Technologien und Imperium-Punkte. Über verschiedene, wenn sie aufleuchten, verändern... Diesen. Wenn sie auch verändert diesen. Dies bedeutet, dass es sich um wichtige Objekte. Es kann mit dem Rechtsklick eingesammelt werden. Sie werden in der unteren rechten Ecke angezeigt. Da unten. Du kannst die Festung zwar verlassen, ohne alle Objekte eingesammelt zu haben, aber es empfiehlt sich immer so viel wie möglich einzusammeln, weil sie in kommenden Missionen hilfreich sein können. Achtung, Rattenfallen wurden aufgestellt. Hier zum Beispiel. Dokumente. This will come in handy. Ah ja. Rattenfallen. Alrighty. Komm, wir haben mal eine Gegner-Einheit raus. Okay, ja, hier gibt's jede Menge. Oh, was haben wir denn hier? Nice. Ah, ich kann auch theoretisch das HUD deaktivieren. Aber mich würde es eher interessieren, kann ich hier auch irgendwie erkenntlich machen, wo was zum... Ah, da ist es. Tatsächlich. Score. Ich muss hier alles anschauen anscheinend. Show me the money. The more
more the merrier. Ach so, ich muss die alle sammeln. It looks great. Awesome. Ach du Schande, wie soll man denn da alles finden, wenn man keine Möglichkeit hat, das hervorzuheben? Okay. Die haben hier ein paar Barrikaden. Nützliche Objekte. Während der Mission findest du viele Objekte und Konstruktionen in Festungen, wie zum Beispiel Barrieren und explosive Fässer, welche als taktischer Vorteil für den Missionsfortschritt hilfreich sein können. Erkunde und interagiere mit allen Elementen im Szenario. Nutze verschiedene Taktiken, um die Mission abzuschließen. Sehr schön. Da hat man sogar was zum Heilen. Rest in pieces. Oh ja, das würde ich auch sagen. Rest in pieces. Of course. Wobei ganz klassisch würde sie sagen Rest in Pepperonis. Okay. Nice. Was ist das? Interesting. Wer ist das? That's easy. Verbündete Einheiten. Während den Missionen kannst du verbündete Einheiten begegnen, welche dem Helden anschließen werden. Sie können auch kontrolliert werden. Nur der Held kann wertvolle Objekte einsammeln mit anderen. Erste Hilfe, Schalter, Minen, automatisch. Okay, was ist die Geschichte? Woher kommen da jetzt auf einmal zwei Einheiten? Muss man wohl nicht wissen. Huch! Ach du Schande! Okay. Right away. Ja, und jetzt Angriff. Halt. Noch nicht ganz. Jetzt Angriff. Das war gut. Das war gut. Hat sie Schaden bekommen? Nee, hat sie nicht mal bekommen. Will there ever be an Empress? Oh, eine Imperatorin. Ja, wir müssen ja alles anschauen. Ja, da hätte ich jetzt lieber doch ein bisschen eine Vereinfachung. Hm, was gibt's hier? Schlafsaal. Achtung, Infektionsausbruch festgestellt. Sprengmittel wurden zur Eindämmung angewendet. Unter keinen Umständen betreten. Ja, das ist keine Option. Wir werden... Okay. Da ballern wir uns jetzt einfach mal durch. Sprengmittel, ah, hier sind Sprengmittel. Ja, aber die müssen ja erstmal hier durchkommen. Alrighty. Das Witzige ist, sie haben eigentlich die Verteidigung auf der anderen Seite. Our pure enemies. Go ahead. Ready and waiting. Wobei, ich muss mal hier sprengen. So, hier gab es eine schöne Sprengung. Da vorne gibt es auch... Können wir auch eine schöne Sprengung einleiten. Uh-oh. Oh, shit. Hier kommen... Hier spawnen lauter Gegner. Wie es scheint zumindest. Aus dem ganzen Geröll. Infizierte von draußen. Infizierte können von außerhalb der Festung hineingelangen, meistens durch eingestürzte Mauern und Löcher im Boden. Wenn menschliche Aktivitäten bemerkt werden, kommen mehr Infizierte. Versuche nicht, sie alle zu töten, denn ihr Strom wird nicht enden. Entferne dich von ihnen und erkunde die Festung. Okay. Aber wir haben jetzt noch nicht alles in... Ah, da unten geht's weiter. Tell me. Right away. Okay, das ist so ein Loch. Da kommen wieder neue Einheiten. Huch! Ich wollte eigentlich lesen. Naja, gut. Yes. Rein müssen wir sowieso, also von daher. Schauen wir uns hier einfach um. I'm on it. Hier gibt's erste Hilfe, hier gibt's irgendeinen Schmuck. Du hast alle wertvollen Objekte für... Okay, wir haben das geschafft. Uns fehlt nur noch Forschung. All the way.
Okay, auch das haben wir alles gefunden. Da ist etwas. Das ist... Moment, sorry. Okay. Ich will wissen, was das dort unten ist. Wir haben zwar unsere Missionssachen geschafft, aber dort unten ist etwas, was ich auch einsammeln kann und was mich jetzt interessiert. Ach so, das war das Missionsartefakt. Gut. Dann können wir jetzt ja abhauen. Würde ich behaupten. Wie kann ich abhauen? Indem ich rausrenne? Hier sind Zombies, wir haben wenigstens alle Points gefunden. Jetzt müsste natürlich irgendwas triggern, irgendwie ein Angriff oder so. Es kommen zwar immer mehr oder halt unendlich viele, aber es ist nicht so bedrohlich bisher. Und hier komme ich wieder raus, wie es scheint. Mit zwei Soldaten. Wie auch immer die dort unten überlebt haben, aber ich komme raus. Oh, das war doch mal chillig, würde ich sagen. Wir haben genau das geschafft, was gefordert war. Wir haben das Missionsartefakt bekommen, wir sind lebend rausgekommen und wir haben alle Points gesammelt. Ich würde sagen, so muss es aussehen. Ja, das war eine chillige Mission. Die war cool und chillig zugleich. Ah ja, und das war wirklich eine Art Nebenmission, weil... Oh, was ist das? Neuigkeiten. Gegenstände, die du durch die taktischen Missionen gesammelt hast. Oh, dadurch kriegen wir Neuigkeiten bzw. Story oder wie? Oh, cool. War mal 22.600... Achso, Nummer. Dachte es ja. Ah, da ist es ja. Seit. Hier kriegen wir die Story des Spiels erzählt. Das ist cool. 99% der Weltbevölkerung leben in Millionenstädten. Die aktuelle Weltbevölkerung liegt mittlerweile über 80 Milliarden Menschen. Okay, das ist... damals, 2085. 2085, ich glaube zwar nicht, dass ich das erlebe, aber 80 Milliarden Menschen wäre wirklich viel, würde ich behaupten. Die Fortschritte der modernen Technologie haben zur Entstehung dieser Millionenstädte beigetragen. Eine kürzlich erhobene Studie durch das Mega York Urban Institut zeigt auf, dass die Menschen ein sicheres und erholsames Leben in großer Gemeinschaft gefunden haben. Attila Ernak, Leiter der Anthropologie und Verhaltensweise, verkündete: In der gesamten Menschengeschichte gab es bis dato keine wohlhabendere Gesellschaft. Er beschreibt zwei Merkmale, welche für diesen starken Anstieg des Stadtlebens verantwortlich sind. Erstens, technologische Entwicklungen haben für ein besseres Sicherheitsbewusstsein gesorgt, und zweitens bieten die Großstädte, insbesondere die Stadtzentren, einen Überschuss für grundlegende Voraussetzungen wie Nahrung, Wasser und Wohnraum. Okay. Also, 2085 ging es den allen noch gut. Allerdings bei einer Pandemie oder so einer Apokalypse, wenn alle da drinnen wohnen, das kann schon... problematisch sein. Guck mal, das ist eine 4, oder? Das ist keine 9. 4%. Ja, schön. Gut, dann werden wir uns beim nächsten Mal vermutlich auf die Jägerauen begeben und dort ein bisschen mehr Nahrung und größere Bevölkerung aufzubauen. Oh, halt, wir haben aber vorher noch einen Point hier zu verteilen. Also Gesundheit, ihr Damage, Angriffsgeschwindigkeit, Rüstung, Geschwindigkeit. Ja gut, Attack. Auf jeden Fall, mehr Damage. Wobei ihr Grund, das da wäre nützlich, Angriffsstärke. Weniger Angriffsgeräusch, das ist glaube ich auch nicht schlecht. Nee, aber DPS ist bei ihr wichtig. Coole Sache, jetzt haben wir das auch noch herausgefunden, was das ist. Und ich habe jetzt 200 Points, das bedeutet, ich kann jetzt theoretisch... Oh nein. Ich dachte, ich kann das umswitchen. Dann habe ich das jetzt dauerhaft scheinbar.
Ja, ich glaube, ich würde das so machen. Holzwall, extra Leben, Holztor. Ich würde gern einen Scharfschützen zusätzlich haben und einen Jäger zu jeder Will. Außerdem Verteidigung. Damit haben wir auf jeden Fall gute Verteidigungsanlagen. Allerdings für die nächste Mission wäre eigentlich sowas wie mehr Nahrung. Sowas brauchbar. Oder sowas. Aber nee. Ein Scharfschütze ist ziemlich gut. Besonders wenn er aufgerüstet wird. Und ein Wachturm ist auch ziemlich nützlich. Da haben wir zumindest eine Basic-Verteidigungsturm mit erhöhter Reichweite und Sichtweite. Das wird die weitere Entwicklung im Moment sein. Schön. Gut. Oh, das war eine chillige, schöne Nebenmission. Schauen wir mal, was uns bei Jägerauen dann erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.